Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von der Make Mercedes Great Again Serie. Heute haben wir Spanien im Angebot und einige Updates, die hoffentlich ankommen. Wir haben aber auch noch Punkte übrig, die werden wir jetzt mal einsetzen, ne? Oder auch nicht. Anscheinend können wir gerade gar nichts updaten. Ja, dann gucken wir erstmal, ob alle hoffentlich dann ankommen werden. Die zwei kommen schon mal an. Das kommt auch an. Okay, die neuen Teile sind Ja, aus es der sind Fabrik tatsächlich gekommen. alle Bauen Sie vor angekommen. dem nächsten Grand Prix ein. Dann werden wir einmal auch noch was hier machen. Wäre vielleicht cool, wenn das auch noch vor Monaco ankommen würde, das Upgrade hier. Einen besseren Abtrieb? Ja, wir machen mal auf sicher. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Updates. Und dann? Die Stiftung respektiert, dass du dich um das Team kümmern musst. Und das Team ist dankbar für die Aktivität zur Verbesserung der Teamarbeit. Super. Wir gehen jetzt rein ins Rennwochenende in Spanien. Am Ende von Run 1 legen wir eine 1.18.972 hin, bringt uns zwischenzeitlich auf Position 1. Am Ende von Run 2 stehen wir zwischenzeitlich auf Platz 2 und gucken, wo wir dann im Endeffekt landen werden. Ja, am Ende stehen wir dann auf Position 5 hinter unseren Teamkollegen. Mit ungefähr einer Zehntel. Das ist ärgerlich, aber wir gehen jetzt rein ins Rennen. Willkommen zum großen Preis von Spanien. Es verspricht mal wieder ein faszinierendes Rennen zu werden. Hier holte sich Max Verstappen 2016 den Sieg in seinem ersten Rennen für Red Bull nach einer dramatischen Kollision von Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Und vielleicht gibt es auch heute wieder Momente, die es in unsere Notizbücher schaffen werden. Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist 4,65 Kilometer lang und allen Fahrern von den Wintertests natürlich bestens bekannt. Das A und O ist hier Abtrieb. Er muss passen, vor allen Dingen dann, wenn es in die Kurve 9 geht, die, vorausgesetzt das Auto liegt gut, Vollgas genommen werden kann. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und daneben steht Max Verstappen. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Sainz, Russell, ein Mercedes und Perez, Bottas, Fernando Alonso, Magnussen und Lando Norris, Ocon, Mick Schumacher, Daniel Ricciardo und Joe, Vettel, Albon, Pierre Gasly und Yuki Tsunoda, Stroll und Nicolas Latifi. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Stefan Römer teilt sich heute die Kommentatorenbox mit mir. Fangen wir doch mal mit Alfa Romeo an. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Das ist wunderbar. Wir nehmen ein bisschen weniger Benzin mit, starten auf Softs, gehen dann in Runde 7 ungefähr auf Mediums. Gehen jetzt rein in die Einführungsrunde. So, jetzt fahren wir langsam in unsere Startposition. Müssen noch mal ein bisschen an die Reifen. Denn die sind gerade noch mal ein bisschen kalt geworden auf den letzten Metern. Stellen uns hier ein bisschen seitwärts rein heute. Ja, okay, ist grün. Versuch gut wegzukommen, wenn es losgeht. Jetzt warten wir, bis alle stehen. Die
Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich. Guter Start. Wir krachen Russell hinten rein. Und damit ist der gute Start auch schon wieder Geschichte. Gehen jetzt hier innen rein. Neben uns ist Checo Perez. Vor uns wird gebettelt Sainz und Russell. Jetzt ist innen an uns Checo und Checo geht vorbei. Boah, Checo hält da nochmal stark dagegen. Wir müssen jetzt hier innen rein, die vor uns sind immer noch Rad an Rad. Und jetzt setzt sich Russell dieses Mal durch. Wir können vielleicht auch lauern. Wir müssen jetzt hier vom Gas gehen. Boah, haben hier einen dicken Quersteher drin. Jetzt der Angriff von Checo Perez. Aber er kommt nicht an uns vorbei. Berührung zwischen Sainz und George Russell. Und George ist wieder vorbei. Erste Mal DRS, aber Sainz hat natürlich auch das DRS auf George Russell. Jetzt der Angriff. Das erste Mal wieder Rad an Rad und Carlos Sainz ist vorbei an George Russell. Jetzt vielleicht der Angriff von Checo Perez. Wir ziehen weit raus und können uns am Ende auch durchsetzen. In Runde 6 fahren wir heute zum ersten und hoffentlich einzigsten Mal an die Box und versuchen einen kleinen Undercut zu denen zwei vor uns. Optimal erwischt, das ist wunderbar. 2,5er Stoppzeit, das ist nicht so optimal. Jetzt brauchen wir eine gute Outlap, damit wir vielleicht an die vor uns rankommen. Am Ende von Runde 7 kommen einige an die Box. Die können wir uns aber voraussichtlich alle schnappen. Am Ende von Runde 8 ist dann der Rest der Softstarter an der Box. Die können wir uns nicht alle schnappen und sind sogar hinter Checo Perez rausgekommen. Der ist aber jetzt auf noch kalten Reifen. Wir setzen uns hier innen rein. Er kann nochmal verteidigen. Aber am Ende ist Checo Perez chancenlos. Carlos Sainz jetzt auf harten Reifen. Vielleicht können wir das nutzen und uns nochmal rankämpfen. Sind nur noch 2 Sekunden Rückstand auf Carlos Sainz. Abstand liegt jetzt nur noch bei 1,6 Sekunden diese Runde. Jetzt der Angriff außen von Checo Perez. Wir verteidigen innen und können uns die Position behaupten. Checo Perez hinter uns an der Box. Der fährt anscheinend eine ganz komische Strategie. So, ich habe jetzt nochmal in den letzten Runden ein bisschen ERS aufgespart, damit wir jetzt vielleicht nochmal die schnellste Runde hinbekommen. Charles Leclerc gewinnt den großen Preis von Spanien. Ich bin immer noch dabei, vielleicht eine schnellste Rennrunde hinzubekommen. Das werden wir jetzt gleich sehen, ob das funktioniert hat. Ich glaube es aber eher nicht. Es war schneller als meine, aber ob es die schnellste Rennrunde war, werden wir gleich sehen. Charles Leclerc
ist Fahrer des Tages. Das lag heute eindeutig an der fahrerischen Leistung, die Ferrari den Sieg eingebracht hat. Stefan, was hat heute den Unterschied gemacht? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Charles Leclerc, der momentan die Meisterschaft anführt, baut seinen Vorsprung mit diesem Resultat noch weiter aus. Wir haben heute einige beeindruckende Leistungen auf der Strecke gesehen, Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Mein Fahrer des Tages ist Charles Leclerc. Er war heute nicht aufzuhalten auf der Strecke und hat seinen Konkurrenten mit Leichtigkeit auf die Plätze verwiesen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Ferrari baut den Abstand an der Spitze der Tabelle weiter aus. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Wow, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1-Action zurück sein werden. Das war auf jeden Fall ein spannendes Wochenende, auch wenn wir keinen Platz gut gemacht haben. Schnellste Rennrunde hat dann doch um eine Sekunde doch nicht gereicht. Schade, naja egal, jetzt gehen wir erstmal weiter und gucken, was wir noch so an Updates machen können. So, jetzt sind wir da. Als nächstes geht's dann ins Fürstentum nach Monaco. Wir haben aber noch ein paar Pünktchen hier übrig und die werden wir hier am Beamflügel einsetzen. Mal schauen, ob die dann für Aserbaidschan da sind und dann können wir, glaube ich, sogar noch was machen. Und zwar beim Chassis werden wir eine Gewichtsumverteilung vornehmen. Mal gucken, ob die auch da sind. Wenn euch die Folge jetzt gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Dann gehen wir gleich in der nächsten Folge ab nach Monaco. Wenn nicht, lasst nicht da. Ist euch überlassen. Ich wünsche euch trotzdem jetzt noch einen schönen restlichen Tag. Macht noch was Geiles. Euer Neues. Tschüss.